Strategisch war klar, dass die DHL Fastest Lap gegen Ende des Rennens gefahren wird. Ganz einfach, weil einige Fahrer auf den weichen, den schnelleren Reifen unterwegs waren. Und als Sebastian Vettel zur großen Aufholjagd auf Lewis Hamilton blies, hat er hier klar dominiert. Auf seiner schnellsten Rennrunde war er sage und schreibe 2 Sekunden schneller als alle anderen beim großen Preis von China. Sieger des Rennens wurde Fernando Alonso. Er ist ein super Rennen gefahren. Bei ihm hat dieses Mal alles gepasst. Er hat nicht den geringsten Fehler gemacht und hat das Beste aus seinem Ferrari rausgeholt. In der aktuellen Fahrerwertung liegt weiterhin Sebastian Vettel vorn. Sein Vorsprung auf Kimi Räikkönen schmilzt jedoch auf 3 Punkte dahin. In der Teamwertung geht es eng zu. Red Bull, Ferrari, Lotus und Mercedes liegen dicht beieinander. Die Fastest Lap geht an Sebastian Vettel. In der vorletzten Rennrunde auf den weichen Reifen fuhr er 1 Minute 36,808 Sekunden.